Hallo zusammen. Warum ich heute schon weiß, welchen Tabak ich nächstes Jahr Weihnachten rauchen werde, das verrate ich euch heute. Und zwar, inspiriert wurde ich durch ein Video aus der amerikanischen Pfeifen-Community. Und zwar sammelt da jemand seine Tabakreste von allen Tabaken, die er während eines ganzen Jahres raucht. Der hat also auch, wie ich, wenn ich meine Pfeife packe, hier meine Pfeifenbox. Ja, Reiniger sind drin und mein Stopfer, Feuerzeug, die Pfeife, die ich dann rauchen möchte und natürlich den entsprechenden Tabak dazu. Dann nehme ich halt die entsprechende Menge Tabak für die Pfeife, die ich rauchen möchte, raus, lege sie hier in die Box, packe meine Pfeife und wenn die zu Ende gestopft ist, habe ich immer noch, ja gut, sagen wir mal eine Viertel Pfeifenfüllung, manchmal vielleicht ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger hier übrig in meiner Box. So, sonst habe ich das natürlich wieder zurückgetan in den Pouch oder in das Glas, wo ich es rausgenommen habe. Aber jetzt sammle ich das, Moment, jetzt muss ich die Pfeife mal gerade ablegen, jetzt sammle ich das in einem extra Glas. So. Da ich natürlich nicht jeden Tag denselben Tabak rauche, kommen hier jetzt im Laufe des Jahres etliche verschiedene Blends zusammen. Da sind also jetzt schon 4 oder 5 verschiedene Blends drin. Aromaten, Nicht-Aromaten, Burley, Latakia, alles Mögliche. Und das wird also jetzt schön bis nächstes Jahr gesammelt. Oh, ist schon sehr interessant. hoffentlich lässt sich das überhaupt dann rauchen. Aber na gut, jetzt hätte ich bald was gesagt. Bestimmte Hersteller lassen sich ja auch rauchen und das ist sicherlich qualitativ etwas schlechter als das. Und nächstes Jahr, wie gesagt, habe ich dann meinen eigenen Weihnachtstabak kreiert. Ist jetzt natürlich keine reine Weihnachtsmischung, sondern einfach eine Mischung, die ich persönlich dann Weihnachten rauchen möchte oder auch mit euch teilen möchte, so ihr denn Interesse habt. Ja, und mich würde jetzt natürlich auch mal interessieren, sammelt ihr auch sowas oder habt ihr sowas schon mal gemacht oder habt ihr Interesse daran, das zu tun? Weil ich glaube, bei den ganzen verschiedenen Blends, Vogi aus Flensburg jetzt mal ausgenommen, bei den verschiedenen Blends, die wir alle so im Laufe eines Jahres rauchen, kämen da ganz, ganz viele interessante Tabakmixturen zusammen, die wir dann auch ja mal untereinander austauschen könnten als Probe. Und ja, ich hätte einfach Lust zu, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ja, und das war's auch schon für heute. Genießt eure Pfeife. Wir sehen uns. Ciao, bis bald. Euer Jean.